meine Inbox. Sehr gute Zeilen, schlechte Zeilen. So, weiter geht's mit der Aufholjagd bei den Kommentaren, bei gute Zeilen, schlechte Zeilen. Wir schauen uns gerade die Kommentare zu Folge 93 an, wo ich ja nochmal in der Höhle unter der Mine oder an den Sichtbeton unterwegs war und da ziemlich tief unten mich da rumgetrieben habe. Was haben wir hier? Ja, Daniel aus SMG schrieb einfach mal, deine Videos werden jedes Mal schlechter. Ich konnte das nicht so recht nachvollziehen, was er nun genau damit meint. Deswegen habe ich einfach mal nachgefragt, dass er da vielleicht ein bisschen mehr ins Detail geht. Was wird schlechter, beziehungsweise was kann ich besser machen? Und gut, abgesehen davon hat er natürlich immer die Wahl, dass er hofft und durchhält, bis ich wieder besser werde. Oder eben, ja, deabonniert, beziehungsweise mir dann eben einfach nicht mehr zuschaut. Und er hat dann auch gleich geantwortet, sieht man hier, ja, früher habe ich deine Videos echt gesuchtet. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Er weiß auch nicht genau, warum das so ist, aber das Abo lässt er stehen und hoffe, dass sie wieder besser werden. Will also sagen, dass sie ihm wieder besser gefallen. Ja, war einfach gut, dass ich danach gefragt habe, weil es wäre halt wirklich schön gewesen, wenn er hätte sagen können, was ihm nicht mehr so gut gefällt, woran es jetzt nun genauer liegt, dass man das ein bisschen eingrenzen kann. So pauschal ist mit so einer Aussage natürlich immer schlecht, was anzufangen. No? So, was haben wir hier noch? Genau, es ging auch noch in der Folge um das Portal, beziehungsweise den Nether, den ich ja immer noch nicht besucht habe. Und irgendwann steht halt dieser Besuch an, mit Sicherheit. Ich werde mir also da ein Portal bauen, dann noch in meiner Welt und dann mal in den Nether reingehen und schauen, was mich da so erwartet. Genau, ausgelöst ist das Ganze wohl hier von der Frage auch von Craftier, ob ich eben schon einmal in der Hölle war, was ich da gebaut habe. Das wäre cool. Und wenn ich das mal machen will, tolles Video, Spaß zuzusehen. Danke auch nochmal dafür. Ja, dadurch ist das Ganze quasi hier in den Kommentaren so ins Rollen gekommen. Down for Life, Minecraft, Höhle, Höhle, Höhle. Aber bitte live reingehen, also dass ihr dabei seid. Wie gesagt, ich war noch nie im Nether. Hab also da auch einen gehörigen Respekt davor, wenn ich sehe, was anderen Let's Playern da passiert. Bin auch nebenbei gespannt, was Gronkh passiert, wenn er in den Nether reingeht. Das wird bestimmt lustig, auch wenn das wahrscheinlich noch eine Weile dauern wird, bis er endlich da ist. Aber egal, ich meine, Gronkh könnte selbst eine Tischtennisplatte als Minecraft-Word bespielen, über 20 Folgen und wäre immer noch unterhaltend. Ja, davon mal ganz abgesehen. Was haben wir hier noch? Ja, einige Leute haben eben gleich auf den Kommentar von Daniel aus SMG reagiert, dass er meine Videos halt schlechter findet und gesagt, nein, sie gefallen mir immer noch, sind immer noch genauso gut oder sogar besser als vorher. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass ihr hier nicht gleich angefangen habt, aufeinander rumzuhacken, sondern einfach trocken gesagt hat, hier, wie zum Beispiel Pitbull 1900, also mir gefallen deine LPs, mein Abo und treuen Zuschauer hast du. Und ja, oder hier auch Obi-Wan Kenobi. Ja, einfach die Bestätigung, dass ihm meine Videos immer noch gefallen, ohne jetzt hier auf Daniel rumzuhacken und den irgendwie deswegen fertig zu machen, einfach weil er hier seine Meinung, seinen Eindruck sagt, auch wenn er das leider nicht genauer beschreiben kann. Wo wir gerade dabei sind, ich hoffe, sie gefallen dir inzwischen wieder besser und ja, lass doch vielleicht einfach nochmal von dir hören, beziehungsweise vielleicht hast du sogar in den nächsten Folgen nochmal von dir hören lassen. Wir werden bestimmt nochmal drauf stoßen, wenn wir uns jetzt die nächsten Kommentare ansehen. Folge 94 ist die nächste, wo ich dann aus der Höhle nach oben gegangen bin mit reicher Beute. Ich war so, glaube ich, insgesamt 3 oder 4 Folgen in der Höhle unterwegs. Und ja, irre Höhle, höchst spannende Folgen. Danke.
Ja, der Ausflug war schon was Besonderes, deswegen werden wir sowas mit Sicherheit auch nochmal öfter machen, immer so als Einlage zwischendurch. Ja. Die Ausdauer, die Zeitreisender hier anspricht, bei solchen Ausflügen habe ich mir einfach erworben, als ich meine Welt erkundet habe und halt die ganzen Höhlen, die ich da habe, ausgeforscht habe, mir die Ressourcen alle beschafft habe, also die Massen von Cobblestones und Dreck und Gravel und was weiß ich nicht alles, die in meinen Kisten rumliegen und die ich jetzt so verbaue, das alles ist eben selbst gefördert, alles mit der Spitzhacke geklopft. Ja, und ja, ich bin so, bevor ich Diamanten hatte, bin ich also immer mit drei, vier Spitzhacken und zwei, drei Schaufeln runtergegangen in meine Mine und habe da rumgeklopft und abgebaut, bis eben das ganze Werkzeug verbraucht war und bin dann halt mit vollen Taschen wieder hoch. Das waren auch immer so Ausflüge von ein, zwei Stunden, die ich da unterwegs war. Und daher kommt es halt, dass ich also das jetzt einfach auch so durchziehe. Gibt ja bei der Pyramide, da waren wir ja auch viel in der Höhle. Müsste ich jetzt direkt mal nachgucken, welche Folgen das waren. Weiß jetzt nicht, ob es in den 30er, 40ern oder in den 60ern war. Ja. Ich habe es ja hier auch in der Antwort geschrieben. Ich habe halt Übung im Vergleich zu der Mine unter der Strandhütte, der Höhle am Fort, der Mine an der Färberei, den Höhlen an der Pyramide und dem Kaninchenbau und der Diesseinhöhle. Da ist ja auch noch eine große Höhle drunter. Ist also der Teil, den wir jetzt unter der oder an den Sichtbeton erkundet haben, nicht unbedingt klein, aber auch nicht wirklich groß. Also von diesen Monsterhöhlen, wie wir sie hier in diesen Folgen 92, 93, 94 erkundet haben, habe ich auf meiner Karte fünf oder sechs Stück. Und diese fünf oder sechs Stück eben auch zu guten Teilen erkundet. Nicht komplett, aber zu guten Teilen. No? Von daher habe ich einfach da Übung drin und das bestätigt auch hier der Kommentar nochmal von Sony 840. Du hast dein unsagbares Talent, jedes Loch in der Höhle zu finden. Respekt, dass du dich da noch selber auskennst. Ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gewundert, dass ich aus dieser Höhle immer wieder so recht gut herausgefunden habe und mich da also nicht so verirrt war habe, wie das in den früheren Folgen der Fall war. Wenn ich da also speziell an die Diamanthöhle, nee, nicht die Diamanthöhle, die Höhle unter der Pyramide denke, da habe ich mich ja wirklich mehrfach und richtig heftig verlaufen, bis ich da wieder jeweils rauskam, mehrmals. Vielleicht ist da auch so ein gewisser Trainingseffekt dabei. Ja. Ja, das Evil Chicken scheint ja bei mir doch nicht so sein Unwesen zu treiben wie bei Gronkh. No, schreibt hier Obi-Wan Kenobi. Und ja, der eine Diamant, der mir da in die Lava geplumpst ist, haben sich einige wahrscheinlich gewundert, dass mich das nicht besonders aufgeregt hat. Down for Life Soldier hier und Meister Wang schreibt, wenn mir das mit dem Diamanten in der Lava passieren würde, wäre ich nicht so ruhig geblieben. Ist halt so eine Sache, wenn es einem nicht das erste Mal passiert, dann gewöhnt man sich dran. Und wie gesagt, ich habe im Fort anderthalb Stacks Diamanten inzwischen zu liegen. Das beruhigt halt. Da kommt es halt auf einen mehr oder weniger nicht so sehr an. No. Cool, auch hier wieder richtig schöne Kommentare zu der Folge und kein, erfreulicherweise kein so ein typischer, ja ich sag mal Murks-Kommentar dabei. Richtig gut, also hier Daumen hoch und Kompliment an euch alle. In der nächsten Folge, Nummer 95, sind wir dann in die Spinnenhöhle nochmal reingegangen. Die hatte ich ja verlassen, als sie noch nicht ganz fertig ausgebaut war. Und ja, in der Zwischenzeit hatte ich die also offscreen weiter ausgestattet, komplett ausgebaut und habe sie halt hier in der Folge 95 vorgestellt. Nach dem ganzen Buddeln in der Höhle, also wieder so ein Let's Show Part, wo ich einfach was zeige. Ja, hier ein bisschen unschön, was hier abgegangen ist, ist aber Gott sei Dank nicht weiter eskaliert. Schöner Kommentar von PolTV. Na, er schreibt, dass er sich also meine Minecraft-Filme schon eine ganze Weile anschaut, zunehmend begeistert ist, meinen Stil toll findet, Humor klasse, Bauideen toll. Mach bitte weiter so. Danke.
Und dann hier Santa Clausi vor einer Woche, Rechtschreibfehler, falsche Formulierung und dann Formulierung auch noch mit V geschrieben. Ist natürlich ein Eigentor. Ach, Leute. Also, ich selber gebe mir eigentlich Mühe, klar und deutlich zu schreiben, auch mit Zeichensetzung. Häufig, gut, mache ich durchgehend Kleinschreibung, vernachlässige also die Großschreibung oder vermixe das auch mal. Und so ein paar Buchstabendreher sind auch typisch für mich. Aber ich schreibe halt eben auch meist ganze Sätze. Wichtig an Kommentaren ist, dass man halt draus schlau wird. Ja. Und ja, also ich werde euch hier nicht anpacken, wenn da mal ein Rechtschreibfehler drin ist. Wenn der Kommentar allerdings durch Rechtschreibfehler oder einfach eine falsche Ausdrucksweise so entstellt ist, dass sich der Sinn nicht mehr erschließt, dann stelle ich da schon mal eine dumme Frage. Ne? Aber soweit hier alles wunderbar, nichts dran auszusetzen, toller Kommentar. Ja. Ja, auch hier nochmal danke dafür an euch, dass ihr das also nicht eskalieren habt lassen und dann auf den beiden da rumzuhacken. Ja, den Gang um einen verbreitern. Ach, da geht es um die Spinnenfalle. Da ist ja unten ein Spinnenspawner drin, von dem die Spinnenhöhle ihren Namen hat. Und ich habe versucht, einen Gang nach oben zu bauen, damit ich die Spinnen also bequemerweise da abstechen kann. So ganz hat das noch nicht geklappt. Müsste man mal gucken, das Design da noch überarbeiten, den Gang halt breiter machen, das wäre eine Sache. Entschuldigung, wegen dem Hals. Ist aber auch nicht jetzt so wichtig. Ich bin ehrlich gesagt nicht groß auf die Beute von den Spinnen da angewiesen. Diese Fäden, da habe ich also auch mehr als genug rumzuliegen. Ja, und ja, die Falle, den Gang da zu bauen, einfach mal um zu testen, ob und wie es geht. Das werde ich also wahrscheinlich nicht weiter verfolgen, weil es einfach viele Sachen gibt, die da wichtiger sind. Danke für den Kuchen. Gern geschehen. Dann natürlich taucht dann so langsam auf, die Folge 100 rückt ja immer näher, ob es die Welt wieder zum Download gibt. Gut, inzwischen wisst ihr es, es gibt sie nicht bei der Folge 100 zum Downloaden. Ihr wisst auch warum. Da will ich noch ein bisschen was vorbereiten, ich so eine Aktion nochmal mache. Dann hier von Commander 783 die Frage, welchen Map Viewer ich benutze. Natürlich Cartographer. Hab dann also auch gleich auf mein erstes Toolbox-Video verwiesen, das ja schon eine Weile her ist. Ja, und ja, er bedankt sich da auch gleich, wenn ich das richtig sehe. Zack, 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 irgendwo stand's noch. Habe ich den Kommentar verpasst? Na egal. Ja, die Sache mit den Trapdoors. Bei meinen Bootshäusern benutze ich halt Türen und die haben halt den Nachteil, dass sie das Wasser da unterbrechen, beziehungsweise da, wo die Tür ist, kann also eben kein Wasser sein. Der Haken bei Trapdoors ist der, dass die eben nicht monstersicher sind. Wenn ich also rechts und links eine Trapdoor ranmache, bleibt zwar das Wasser da drunter und es sieht auch schöner aus, ganz klar. Der Haken ist aber, da kommen zum Beispiel Spinnen durch, weil ich zwei nebeneinander liegende Felder habe, die frei sind, wo die also über die Trapdoor rüberlaufen können. Ja, gut, nun sind Spinnen jetzt nicht besonders schlimme Monster, aber ich möchte sie trotzdem nicht in meinen Hütten drin haben. Deswegen werde ich also bei Bootshäusern, die ich geschlossen halten will und die Teile von geschlossenen Gebäuden sind, weiterhin Türen verwenden. Und an anderen Stellen, wo ich ja offene Bootsstände habe, da werde ich allerdings dann die Trapdoors nutzen, so wie ihr es ja schon an meiner kleinen Notfallhütte gesehen habt. Ich weiß jetzt nicht, ob wir schon einen Namen für das Ding haben, wenn dieses Video veröffentlicht wird. Aktuell überlege ich da noch oder habe mich noch nicht entschieden. Ja. Gut, weiter dann zur Folge 96. Ja, da, 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 da. Da haben wir so Eisbrecher gesucht. Genau, da ging's darum, war eher so mal so ein bisschen Tutorial. Also doch wieder ein anderer Aspekt, kein Let's Show, kein Let's Play.
Und zwar ging es darum, dass ja jetzt in der 1.6 das Eis auf den Gewässern wieder nachfriert, wenn man es weghackt. Und da habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, wie man sowas lösen könnte, weil wir ja eben zum Beispiel bei Neptuns Dank für den Schiffsverkehr eine Fahrrinne brauchen durch das Eis. Ja, kann ja nicht sein, dass der Hafen komplett durch Eis abgeschlossen ist von der Umwelt und man baut da fleißig Schiffe. Die stapeln sich dann natürlich irgendwann im Hafenbecken, ne? Die müssen weg, die müssen noch rausfahren können. Und die müssen natürlich auch ankommen können, damit also die Lager gefüllt werden. No, ja, und da habe ich also Verschiedenes gemacht. Die Kürbislampen haben sich als recht gut erwiesen. Was natürlich auch funktioniert, ist, wenn man Netherrack setzt und den anzündet, der taut halt auf drei Felder das Eis weg. Ist natürlich die Gefahr, wenn man da mit dem Boot dann rankommt, fängt das an zu brennen, fängt das nicht an zu brennen. Was auch noch funktioniert, ist Glowstone, den man auch unter Wasser setzen kann, sodass man also mit dem Boot über den Glowstone fahren kann. Der taut das Eis dann auch auf, zwar in relativ geringem Umfang, aber man kann es halt so machen, dass man mit dem Boot drüber fahren kann und sich so eine Fahrrinne freihalten kann. Ja, hier also auch nochmal schöne Kommentare von allen, halt alles zum Thema und was beigetragen und wie könnte man es noch anders machen und so weiter. Ja. Die Kürbislaterne, eins tiefer, wie gesagt, funktioniert auch. Taut also auch das Weiß weg, das habe ich dann später noch festgestellt. Aber eben relativ kleiner Bereich, der da weggetaut wird oder eben eisfrei gehalten wird, wenn man das Eis dann weghackt. Ja. Ja, und wieder mal die Frage nach dem Texturenpack und zum Download 100. Folge. Ja, hatten wir ja schon abgehakt. Dann geht's weiter mit der nächsten Folge 97. Da kommen wir ja dann auch so langsam in die Reichweite. Wieder einmal Wegebau und viele Worte. Genau. Das war einfach eine Folge, wo ich Weg gebaut habe. Wo also dann, also während des Tuns, des aktuellen Playens, nicht allzu viel Themenbezogenes zu erzählen war. Ich habe halt da den Weg lang gebaut, auf meine übliche Art und Weise. Und habe also da einfach die Gelegenheit benutzt, wieder mal aus dem Off zu kommentieren, also den Kommentar nachher zu sprechen, weil ich mich beschäftigen wollte mit dem, ja, der Reaktion der Community auf die Nachricht, dass Minecraft eben auch auf der Xbox verfügbar sein wird. Und ja, habe da also doch eine halbe Stunde gut drüber sprechen können über das Thema. Die beiden Trailer dazu sieht man ja auf dem Kanal von Mojang. Und haben inzwischen, glaube ich, über 500.000 Views und über 5.000 Kommentare jeder und die Community, das heißt die Communities, ne? PCler, Consoleros, Xbox und PS3-Leute fetzen sich da alle gegenseitig. Naja, dass es keine Freude ist, muss ich ehrlich sagen. Das eigentliche Thema, dass halt Minecraft auch auf der Xbox dann verfügbar ist, tritt da also dann wirklich in den Hintergrund. Und es geht also PS3 gegen Xbox, PC gegen beide, alle aufeinander und alle PC-Fans auf Notch drauf, weil sie sich verraten und verkauft fühlen. Was soll der Scheiß? Egal. Ja, erfreulicherweise habt ihr also hier in den Kommentaren euch auch darauf bezogen und ganz erfreulicherweise ist es also hier nicht eskaliert, keine Fanboy-Duelle und Hater-Kommentare, die also generell pauschalisieren, Xbox ist scheiße, PS3 ist scheiße, PC ist scheiße. Ja, da mal ganz dickes Lob von mir, dass ihr also hier so sachlich geblieben seid. Ja, mal abgesehen von hier, PC-Spieler aussterbende Rasse, gut, mit dem Smiley dahinter, den muss man mitlesen. Wenn man den nicht mitliest, hast du halt Pech gehabt. Ja, also interessante Kommentare hier, wirklich auch lesenswert und eben schön sachlich geblieben dabei. Ja, ich habe mich auch über WoW, also World of Warcraft, noch dazu ein bisschen geäußert. Ja, weil ich ja auch gesagt habe, dass ich annehme, dass halt dieser Hype um Minecraft, wie er aktuell ist,
nicht ewig andauern kann. Und ja, WoW läuft ja zum Beispiel über einige Jahre schon und hat sich da auch verändert. Und ja, mal sehen, wie es da mit Minecraft weitergeht. Wie gesagt, ich bin sicher, der Hype wird abklingen. Entschuldigung, ob das jetzt in 4 Wochen oder 3 Monaten oder 6 Monaten ist, das ist natürlich noch offen. Na, aber ich denke mal, in 2 Jahren sieht das mit Minecraft anders aus als aktuell. Ja. Da wird es mit Sicherheit auch noch eine treue Fanbase geben, die das Spiel spielt und Videos dazu macht. Aber für Let's Player zum Beispiel ist es dann wahrscheinlich abgegessen. Na, da wird dann zu viel anderes raus sein und insgesamt zu viele Minecraft-Let's Plays draußen sein. Ja, also hier nochmal, wie gesagt, ganz dickes Danke und ganz großer Respekt für euch, dass ihr also hier diese Diskussion so sachlich gehalten habt. Da bin ich wirklich stolz auf euch. Da ist dann auch nichts mehr zu sagen. Ja, Folge 98, Wege und Landschaftsbau für Fortgeschrittene. Genau, da hatte ich euch ja dann noch den Rest des Weges gezeigt. Nicht den Bau, sondern dann wieder als Let's Show mit Live-Kommentar. Und ja, dieses Thema Landschaftsgestaltung finde ich tatsächlich ein bisschen vernachlässigt in den Let's Plays, Let's Shows, soweit ich sie also verfolge. Und ja, mir hat es einfach Spaß gemacht, da die Landschaft so zu formen mit den Wasserläufen. War einfach nochmal was anderes, nochmal Abwechslung auch beim Spielen und beim Bauen. Und ja, Abwechslung ist ja immer gut. Und ja, auch eure Kommentare dazu. Ja gut, wieder mal der Klassiker. Welches Texture-Pack? Marco Kurt, hatten wir den nicht schon mal? Egal. Ja, hier Vergleich. Du bist fast so gut wie Gronkh. Ja, werde ich später noch was dazu sagen, weil der Vergleich mit Gronkh, beziehungsweise ich bin fast so gut oder besser oder wie auch immer als Gronkh, also das Thema Vergleich mit Gronkh taucht ja in den nächsten Folgen in den Kommentaren auch nochmal ein. Ja, hier kamen auch schon die ersten Vorschläge für Namen für die Notunterkunft. Und ja, hier sieht man es mal. Ich habe also selber hier einen Rechtschreibfehler in meinem Kommentar drin. Ein Hinwesi steht in meinem Profil. Na, ist natürlich ein Hinweis, der da in meinem Profil steht. Wie gesagt, das mit den 1000 Büchern, wenn man da einfach viele gute Geschichten gelesen hat, dann fallen einem relativ leicht so eine Sachen ein, so eine Bezüge, die man dann herstellt, Orte, an die man sich erinnert und so weiter. No. Siehe auch Helgas Rippenstube, no, die Bar unten auf Puerto Vallarta. Also Sachen, Anleihen an die Scheibenwelt oder Bezüge dafür zu den Scheibenweltromanen von Terry Pratchett, die wird es bei mir immer wieder geben. Ebenso mit Sachen zu anderen Büchern. Ja, auch nochmal hier Kommentar von Cranky Condor 65. Ganz ehrlich, deine Witz können mit Gronkh mithalten. Danke. Ein gutes Headset, gute Quali, keine Blödsinn-Quatscherei und eine klare Stimme. Ja, das sind so die Schlüsselqualitäten. Mal abgesehen von der Anzahl der Abonnenten ist Gronkh natürlich einerseits Autorität, sage ich mal, auf dem Gebiet, andererseits ein wirklich unübertroffener Kommentierer. Wie gesagt, er könnte eben auch eine Tischtennisplatte als Minecraft-Welt 20 Folgen lang bespielen und würde die Leute trotzdem unterhalten. Da hätte ich also mit Sicherheit meine Probleme, obwohl ich mich in letzter Zeit und gerade halt im Vergleich zum Anfang meines Let's Showplays natürlich verbessert habe. Na, Übung macht halt den Meister und Gronkh macht ja seine Let's Plays auch schon seit mehreren Jahren. Ja, ist da einfach in der Übung und ja, halt hat auch Erfahrung und Übung durch seine anderen Let's Plays. Ähnlich ist es eben auch bei anderen Let's Playern, die eben nicht nur Minecraft Let's Playen, sondern halt vorher schon andere Let's Plays gemacht haben. Die haben halt einfach auch Übung. Ein bisschen unglücklich ist man natürlich immer dran, wenn man so wie ich mit Minecraft anfängt als erstes Let's Play. Und dann vielleicht eben noch relativ jung ist, keine Erfahrung hat und so weiter. Da kommt dann halt vieles zusammen. Und ja, ich denke mal, wenn man mich vergleicht, dann eben mit den Leuten, die vorher keine Let's Plays gemacht haben und eben mit Minecraft in das Let's Playen, Let's Showen eingestiegen sind.
Und ja, okay. Dank euch, sage ich mal, auch mit eurer Unterstützung, denke ich mal, dass ich in dieser Gruppe relativ gut dastehe. Gronkh ist natürlich noch ein Stück höher auf der Stufenleiter. Bis ich da bin, ist es halt mit Sicherheit noch ein langer Weg. Was eben zum Beispiel die Zuschauerzahlen angeht, aber eben auch seine Fähigkeit einfach durchweg zu kommentieren, unabhängig vom Gameplay halt eben da seine Scherze zu machen. Und wie gesagt, bis ich also so weit bin, dass ich wie er eine Tischtennisplatte bespielen und kommentieren könnte und die Leute dabei unterhalten könnte, bis dahin ist es noch eine Zeit hin. Deswegen mache ich auch bewusst halt viele Sachen anders als er. Eben kein Let's Play, sondern ein Let's Showplay. Und nicht nur anders als er, sondern eben anders als viele andere. Das punktet, glaube ich, auch noch bei euch, dass ich halt viele Sachen anders mache. Wie zum Beispiel eben kein Let's Play oder Let's Show, kein reines mache, sondern ein Let's Showplay, eben den Mix aus beiden. Und dann eben noch so eine Extras wie eben hier diese Kommentarvideos oder halt nebenher nochmal Toolbox und was weiß ich nicht alles, was da noch kommt und was mir vielleicht noch einfällt. Ja, das ist, glaube ich, auch ein Tipp, den ich so einem Starter mitgebe, der jetzt vielleicht gerade mit Let's Play Minecraft, mit seinem eigenen Let's Play anfängt. Versuch einfach ein paar Sachen anders zu machen als andere, so wie sie dir gefallen, ja, seinen eigenen Stil entwickeln und da habe ich halt von Anfang an drauf gesetzt. Gut, ich habe halt ein bisschen Erfahrung aus meiner Zeit, in der ich Trackmania-Videos gemacht habe, dass es halt wichtig ist, seinen eigenen Stil zu entwickeln und sich selber halt auch weiterzuentwickeln, aber wichtig ist halt der eigene Stil, den halt zum Ausdruck zu bringen. Sich von allen anderen halt zu unterscheiden, nicht genau dasselbe zu machen, was alle anderen machen und die nur nachzuahmen, sondern sich halt bei anderen Leuten was abgucken, natürlich, aber dann eben daraus sein eigenes Ding machen, das auf sich anpassen, verändern, umdrehen und ja, zu seinem eigenen Ding dann machen. No? Das hier nochmal als Tipp für alle angehenden Let's Player. Ansonsten kann ich da einfach nur auf Gronkhs Seite verweisen. Da gibt es eine exzellente FAQ zum Thema, wie mache ich ein Let's Play. Und ja, also alle Tipps, die da drin stehen, kann ich nur unterschreiben. Ich habe es mir selbst durchgelesen und mich natürlich dran gehalten. Also bei mir funktionieren sie, zusätzlich mit dem, was ich dann selber noch aus eigener Erfahrung dabei habe. Ja, hier habe ich auch mal wieder ein L vergessen. Also diese Rechtschreibfehler passieren halt auch mir. Ja, aber der Satz ist halt so doch relativ verständlich, ja, weil es halt wieder darum geht, wo ich das Portal baue, nehme ich mal an. Kida, 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 da haben wir, genau, wann gibt es die Welt wieder zum Download, zum Bauen und das Tal sieht halt extrem geil aus, klar. Ja, hier Kill the Joke zum Beispiel, trägt sich halt mit dem Gedanken selber ein Let's Play zu machen und ist halt schon, sage ich mal, auf dem richtigen Weg, nämlich was Eigenes zu machen. Auch wenn er sich hier die Idee mit dem Let's Showplay bei mir abguckt, ist auch kein Problem. Ich habe keinen Urheberrechtsschutz auf die Idee. Ich bin vielleicht der Erste, der auf die Idee gekommen ist. Ganz einfach, weil er sich gesagt hat, Momentchen mal, was soll der Blödsinn? Warum entweder Let's Show oder Let's Play? Ich habe ja mit meinen Videos angefangen, als ich einen guten Teil schon in meiner Welt gebaut hatte. Da stand ja schon einiges. Da stand schon das Strandhaus, da gab es schon das Fort Detritus, da gab es schon die Färberei an der Lavahöhle, da gab es auch schon das große Bootshaus und den TNT-Tunnel. Ja, also schon eine ganze Menge von den Gebäuden. Puerto Vallarta war auch schon fertig. Wenn auch noch ohne Bar unten, glaube ich, und ohne Monsterfalle. Ja, aber ich hatte halt schon eine Welt, in der ich relativ viel hatte. Und warum jetzt anfangen, neu anfangen mit einer neuen Welt, alles nochmal machen, nur um ein richtiges, in Anführungszeichen, Let's Play zu machen? Oder eben halt, alle Jubeljahre mal ein Video hochzuladen und dann ein reines Let's Show zu machen. Das sind ja keine gesetzlich festgelegten Regeln, wie man das machen muss. Und deswegen bin ich halt auf die Kombination gekommen, Let's Showplay
das halt so zu machen und halt auch so zu benennen. Wenn ihr die Idee übernehmen wollt, wenn ihr sagt für euch, ja Mensch, das ist was, das ist eben anders als die normalen Let's Plays und gerade bei Minecraft, finde ich, bietet sich das ja an, das so zu kombinieren, dann macht das ruhig. Ja, und ja, verweist einfach darauf, dass er die Idee, die Inspiration dafür, Let's Show und Let's Play zu mixen, von mir habt. Kann nichts schaden. Ich werde euch das auf keinen Fall übel nehmen. No? Naja, schreibt ja hier schon Clown, in Anführungszeichen. Also, ja, wenn ihr die Idee euch bei mir abgeguckt habt, das eben Let's Show, Let's Play zu mixen und das für euer eigenes Projekt auch machen wollt, ob es nur Minecraft ist oder was anderes, macht das ruhig. Sagt auch ruhig, dass er euch das vielleicht bei mir abgeguckt hat. Das gibt einfach eurem Let's Show Play einfach auch nochmal die persönliche Note. Na, dass man einfach ein bisschen was über sich erzählt, warum man was wie macht, etc. pp. Na, gerade am Anfang erinnere ich mich noch an meine Zeit, als ich angefangen habe hier mit dem Let's Show Play, hatte ich immer so ein bisschen Probleme, halt Themen zu finden, worüber ich rede. Ja, und jetzt zu erklären, als Neuling, warum macht man kein reines Let's Show, warum macht man kein reines Let's Play, sondern so ein Let's Show Play. Peng, da hat man doch schon mal das erste Thema, über das man getrost eine halbe Stunde reden kann. Ich habe mich hier ja auch zur Plaudertasche entwickelt, muss ich ja ehrlich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich also jetzt hier über Kommentare oder solche Themen wie im Let's Show Play da einfach mal eine halbe Stunde hintereinander fließend, relativ fließend, mal abgesehen von den Amps. Da muss ich noch dran arbeiten, dass ich das, ja, da war es schon wieder, dass ich das nicht so oft sage. Mir fällt es also inzwischen auch auf, dass ich da also relativ häufig und sage und das teilweise so fließend da reinbaue. Naja. Ja, da war es schon wieder. Macht also einfach euer eigenes Ding und macht es auch, wie gesagt, gerne als Let's Showplay, so wie ich es mache. Und schreibt und redet darüber, dass ihr die Idee von mir habt. Kein Problem damit. Auch wenn er es nicht sagt oder darüber schreibt. Auch kein Problem damit. Na, ich werde hier also keinem auf die Finger klopfen, wenn ich ihn dabei ertappe, dass er ein Let's Showplay macht und nicht sagt, dass er die Idee von mir hat. Na. So, Homestone, Lanternstone, Homestone nochmal Vorschläge für die Notunterkunft. Ja, Rütlaff und Rootpart sagt mir nichts, müsste ich jetzt mal googeln, um da auf die Idee zu kommen. Ich nehme mal an, es kommt aus irgendeinem Buch oder Story, Geschichte, wie auch immer. Ja, die Folge 99 ist ja ausgefallen. Da war ich also wirklich einfach zu müde an den Tag, um da was aufzunehmen und das hochzuladen und hatte halt eben die Folge 100 schon soweit schon vorbereitet, dass ich die nur noch hochladen brauchte. Deswegen ist die einfach plumps unter den Tisch gefallen. Hatte ja auch angekündigt, dass die Folge 100 dann, da war es wieder, dann am Sonntag hochgeladen wird und von daher Folge 99 einfach mal ausgefallen. Ja, mit den Kommentaren zur Folge 100 und den folgenden und den Kommentaren zu den Sachen, die ich als, ja, Vorbereitung, um den Hype ein bisschen aufzubauen, Vorbereitung zusätzlich hochgeladen habe, wie zum Beispiel eben die paar Toolbox-Videos, die da noch gekommen sind in den paar Tagen vor der Folge 100 oder die Trackmania-Videos, da sind ja auch nochmal einige rausgekommen. Das dann alles beim nächsten Mal. Bis dahin, adieu mit Ö.